Bayern 3 Podcast. Mensch Otto. Hans, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal. Okay, servus. Und da sagt man, einer ist geschehen, keine Wunder mehr. Hans Söllner in Bayern 3. Wie kann sowas passieren? Du, ich bin eigentlich zu allem bereit, gell? Also ich meine, ich habe halt einfach nur die Zeit abwarten müssen. Aber vor Jahren, vor 20 Jahren, wenn ich schon hier gesessen wäre und wenn ich dich eingeladen hätte, wärst du auch gekommen? Ja, freilich. Ja? Natürlich, klar. Ich habe überhaupt keine Vorurteile gegen irgendwas. Es ist nur so, dass ich das Gefühl gehabt habe oder so, dass man mich halt da nicht spielt oder dass man mich halt nicht mag, weil ich halt einfach anders bin wie die anderen. Also ich bin jetzt nicht als ein politischer Liedermacher, sondern ich sage mal, ich bin ein alltäglicher. Also ich singe halt jetzt halt über alles und nicht nur über die Politik. Ja. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu vereinbaren, vor allem, weil ich halt auch für die Legalisierung von Drogen bin und damit verbringen sie dann immer ganz viel in Verbindung. Ja gut, du warst natürlich lange Jahre für viele ein Feindbild. Ja, natürlich. Andersrum war wahrscheinlich der Bayerische Rundfunk für dich auch sowas wie eine Persona non grata, oder? Na, ich habe sowieso schon eigentlich noch nie recht viel Radio gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, hat mich eigentlich auch nicht so wirklich interessiert. Ich habe nicht wirklich viel Fernsehen geschaut. Aber es hätte dich schon interessiert, wenn wir dich gespielt hätten, oder? Natürlich, hätte ich mich gefreut. Wenn du dir den ganz jungen Hans Söllner aus den 80ern, da warst du noch ganz jung, mal anschaust, also wenn du die Augen schließt und dir vorstellst, wie du damals so warst, wie du ausgesehen hast, du warst schon hart drauf zum Teil. Du hast also wirklich die Politiker von Strauß über Gauweiler bis zu Beckstein reihenweise beleidigt. Was hast du jetzt mit diesem ganz jungen Hans Söllner noch gemeinsam? Ich bin halb nur im Sommer braun gebrannt, weil ich viel Zeit habe und viel in der Sonne liegen kann. Ich rede halb nur bayerisch und ich bin immer nur genauso hinterfotzig oder genauso gefotzert und genauso frech und genauso unverschämt und genauso beleidigend wie vor 30 Jahren. Das glaube ich dir nicht, Hans. Wenn man Menschen fragt, die gerne früher auf deinen Konzerten waren und auch heute gerne auf deinen Konzerten sind, dann sagen die, der ist schon ein wenig ruhiger geworden und der überlegt sich vielleicht auch das ein oder andere Mal mehr, was er sagt. Na, Moment. Ich bin älter geworden und ich habe Kinder und ich habe Familie und ich habe natürlich auch meinen Gang gemacht. Also und du musst Verantwortung übernehmen, das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Ja. Aber wenn man halt die Politik, und wir reden jetzt von Gauweiler und von Geißler und von den ganzen Typen, die damals unterwegs waren, wenn das heute wieder stattfinden würde, wäre ich wieder ganz genauso, weil ich weiß einfach, dass man mit diesen Leuten einfach so reden muss, weil sonst wären sie nicht aufmerksam. Ich bin überzeugt davon, wenn ich zu denen sage, meinst du, Herr Geißler, haben Sie mal schnell eine halbe Stunde Zeit, dann sagt er mir, die Zunge geht weg. Und ich meine, ich habe nichts anderes gesagt vor einem Dreivierteljahr, wie das Stuttgart 21 war. Ich gesagt, wie kann ich denn so einen Volksverräter wie einen Geißler im Grunde genommen dort hinsitzen, als einen, der versucht jetzt diese beiden Fronten im Grunde genommen zu entschärfen. Oder wobei ich finde, der Geißler ist kein gutes Beispiel, weil der ja schon einer ist, der wirklich vom absoluten Hardliner zu einem geworden ist, der offen gegenüber anderen Meinungen durchaus sein kann. Ja, da bin ich beim Geißler ganz vorsichtig. Das sage ich eben anders. Ja. Ich kenne einen Geißler anders und ich weiß, wenn man so war wie der Geißler und wenn man solche Sätze gesagt hat wie der Geißler, dann ist man immer noch Hardliner. Nur dann ist es so, wie man jetzt von mir meint, dann ist man halt altersmilde geworden und ein bisschen ruhiger geworden und so. Aber im Grunde genommen denkt er noch ganz genau so. Und man hat es ja auch gesehen. Er war nicht auf der Seite von denen, die diese Bäume da verteidigt haben, sondern er war einfach auf seiner Seite, auf seiner. Und er hat einfach eine Seite, der Geißler. Das ist schon okay. Da habe ich kein Problem damit, wirklich. Aber es hat sich nichts für mich geändert. Gut. Also bist du heute noch genauso zornig wie vor 20 Ich bin noch genauso zornig, genau. Mhm. Ich bin sogar noch zorniger, weil nichts passiert ist, weil 30 Jahre nichts passiert ist. Und du kämpfst weiter. Ja. Stimmt es, dass du insgesamt über 300.000 Euro Strafe bezahlt hast für Beleidigungen, für diverse Gesetzesübertretungen? Ja, über 300.000 Euro waren das. Hast du dir nie überlegt, was du mit 300.000 Euro Sinnvolles hättest anstellen können? Ja, was ist denn sinnvoll? Also ich meine, ich hätte ein Haus bauen können. Einrichtungen unterstützen, Menschen, die nichts haben, denen das Geld geben? Ja, das tust du ja sowieso. Ich meine, ich hab ja nicht damit angefangen. Es ist immer eine Wirkung und eine Ursache da. Also ich meine, ich habe ja nicht damit angefangen. Ich habe mir das ja nicht rausgesucht. Ich habe mir die Zeit auch nicht rausgesucht. Ich habe mir auch die Worte nicht rausgesucht. Ich habe es nur gesagt. Und wir auch, der Geißler oder der Strauß, damals immer gesagt haben, wir Bayern oder auch der Streibel, wir klangen halt einmal ein bisschen härter hin. Habe ich mir gedacht, naja, stimmt, wir klangen halt einmal ein bisschen härter hin. Nur sie haben halt härter hingelangen dürfen. Sie haben eingekesselt, sie haben verfolgt, sie haben geschlagen, sie haben mit Wasserwerfer die Leute in Wackersdorf von die Bäume runtergespritzt. Aber wenn wir dann härter hingelangt haben, verbal nur, dann sind wir verfolgt worden und sind bestraft worden. Und das war halt der Unterschied. Also wir halten fest, der Hans Söllner von 2012 ist genau der gleiche wie der von 1982. Ja, aber ich bin Familienvater jetzt. Ich habe einfach einen anderen Plan jetzt auch in meinem Kopf. Also ich meine, damals war ich halt auch noch nicht Familienvater. Damals habe ich keine Kinder gehabt. Ich muss natürlich jetzt ganz anders agieren und ganz anders drüber reden. Ich kann mir das jetzt auch gar nicht mehr leisten, davon abgesehen. Damals soll man das leisten, sondern was mit dem Leisten zu tun. Ich könnte mir jetzt einfach 300.000 Euro Strafe nicht mehr leisten, weil ich habe eine neue Familie, ich habe eine Scheidung hinter mir. Wie es den meisten geht, ich bin ein Patchwork-Mann oder so, ich muss das eine zahlen und das andere kommt daher. Also ich brauche mein Geld einfach jetzt für sinnvollere Sachen. Aber es hat ja doch keinen Spaß gemacht, oder? Wenn du immer wieder da hast was zahlen müssen.
Eine Zeit lang hat es Spaß gemacht und dann ist es irgendwie einfach auch zermürbend, weil der Nebeneffekt von diesen ganzen Sachen war ja diese Polizeiverfolgung. Die 300.000 Euro waren es vielleicht nicht einmal so gewesen, sondern auch diese Angst, dass ich stehe irgendwann in der Früh, mache ich meine Augen auf um 8 Uhr, dann stehen 4 Polizisten neben meinem Bett, weil ich es nicht klingeln hören habe. Dann haben sie da in der Stadt einen angerufen, der als Zeuge da mitgeht und dann gingen die da rein und dann durchsuchen die mein Haus und ich habe halt pennt droben in meinem Zimmer und dann stehen und gingen in das Zimmer rein. Das ist, also die Angst ist dazu gekommen. Die ja. Angst, dass du nicht drauf verlassen kannst und die Angst, dass es ihnen eigentlich auch wurscht ist, ob du 4 Kinder hast oder 3 Kinder, ob die Sozialhilfeempfänger wären. Es ist ihnen einfach egal. Sie glauben, sie sind im Recht. Sie sind für mich noch lange nicht im Recht, bloß weil sie stärker sind. Das ja, ist gut, ich meine, da gibt's auch solche und solche. Da gibt's Leute, die einfach nur ihren Job gut machen wollen und es gibt Leute, die vielleicht auch mal ein bisschen härter hinlangen. Das ist völlig klar. Ja, stimmt. Das gibt es auf beiden Seiten. Also da kann man, denke ich, auch drauf einigen. Das weiß ich doch alles. Wie ist es musikalisch, Hans? Hast du dich da weiterentwickelt? Die ersten Geschichten waren 82, 83? 78, 79 habe ich angefangen zum Schreiben. Aber die erste LP ist 82 rausgekommen, ja. Genau. Da habe ich diesen Plattenvertrag gewonnen bei dem Sänger Wettstreit in Traunstein. Ja, du bist praktisch das Produkt einer Castingshow. Sozusagen. Und ich habe genauso wenig gekriegt wie die heute nichts kriegen, wenn es irgendwelche Stars wären. Allerdings war ich keine Eintagsfliege, sagen wir mal so. Es gibt dich immer noch. Es gibt mich immer nur nach 30 Jahren. Dieses Jahr, wenn 82 die erste rausgekommen ist, ist es 30-jähriges Jubiläum. Genau. Leck mich fett. Ja, ja, ist ja Zeit vergangen. Mhm. Und im November 2011 ist ja deine neue CD, ja. Muss man ja jetzt sagen, rausgekommen. Mhm. Genau. Mein Zustand. Ja. Wie ist denn der Zustand gerade? Ja, gut ist er gerade irgendwie. Also, es ist ein guter Zustand. Mir geht's gut, ich bin gesund, ich bin nicht mehr wirklich jung und ich bin auch noch nicht wirklich alt und das ist eigentlich, und ich fühle mich irgendwie sehr wohl in meiner Haut. Du siehst noch relativ frisch aus, finde ich. Ja. Also auf deinem Plattencover siehst du wesentlich abgelebter aus. Das ja. ist die Aufnahme. Ich glaube, dass das die Aufnahmetechnik ist, weil ich glaube, der Typ, der das fotografiert hat, ich kenne ja die Technik nicht, aber das ist so, wie man halt die Indianer da vor, stimmt. vor 150 oder 200 Jahren. Das ist auch schwarz-weiß. Genau, schwarz-weiß und eben dieser große Apparat mit einem Tuch drüber und so und dann hat der das gemacht und dann muss die 4 Sekunden ganz stark halten und dann tut er die Klappe runter und Klappe wieder drauf und dann ist es auf so einer Glasplatte und dann schmiert er da irgendwas drauf und dann tut er das Neiling in der Lösung und dann tauchst du langsam auf. Das ist schon fantastisch gewesen, wie ich das gesehen habe. Ja, ein tolles Foto. Ein Aber auf jeden Foto. Fall siehst du in echt, finde ich, wesentlich lebendiger und jünger aus, um dir mal das Kompliment zu machen. Ich hoffe, dass das normal ist, dass man live sozusagen lebendig aussieht. Also ich habe mir gestern auf der Heimfahrt die ganze CD Mein Zustand komplett durchgehört. Gefällt mir sehr gut, aber es ist zum Teil ganz schön düster. Es geht viel um Tod, um Abschied, um solche Geschichten. So wie du jetzt hier sitzt, bist du eigentlich wesentlich optimistischer. Also es ist es natürlich so, die Platten hast mein Zustand und ich habe es auf der Platte auch geschrieben, dass das immer Zustände waren, in denen es mir wirklich extrem schlecht gegangen ist. Da ja. wo ich wirklich selbst mal Gedanken oder Familie kaputt oder der Vater stirbt oder alles, was dich halt einfach düster macht und was dich runterbringt und was dich traurig macht und was du eigentlich daheim bleiben sollst, weil die eh keiner anschaut in so einen Zustände. Dann und schreibst du. Da habe ich auch geschrieben in diesen Zuständen. Ich schreibe nicht nur, wenn Sommer ist und wenn es warm ist und ich in der kurzen Hose an der Isar stehe, sondern ich schreibe halt auch, wenn ich Sorgen habe. Natürlich ist es eine bestimmte Art von Eigentherapie, wenn ich schreibe. Andere führen ein Tagebuch, der nächste geht ins Center und tut Boxen oder macht irgendwas und ich habe halt das gefunden für mich. Das ist meine Art und Weise, praktisch mich mitzuteilen. Und ich habe halt gemerkt, dass die Leute schon ganz gern lachen, aber wenn du nur die Lacher auf deiner Seite hast, dann kommt es eigentlich nicht weit. Das ist kurzlebig. Die Leute wollen auch was von dir wissen, die wollen auch von deiner Seele was erfahren, die wollen von deinen Ängsten was erfahren, von deinen Sorgen. Und das ist eigentlich das, was ich geschafft habe in all den Jahren, dass ich einer immer wieder mal gesagt habe, ich verliebe mich auch noch mit 44. Sogar noch mit 44? Nein, und ich glaube auch, dass das so weitergeht. Ich glaube, dass man sich mit 87 oder mit 99 auch noch verlieben kann in eine, weil man einfach anders schaut und weil man selber einfach älter ist. Wenn man in sich was hat, was jung geblieben ist, wenn man das geschafft hat. Das glaube ich ist sehr wichtig. Auf jeden Fall bleibt einem das Lachen bei deiner neuen CD das ein oder andere Mal im Halse stecken. Ich habe ein Lied rausgesucht, das mich wirklich sehr bewegt hat. Ich glaube, das ist normal, wenn du selber Vater bist, und zwar für meine Burm. Und wenn die ganze Welt irgendwann in die Luft geht, ich sag's euch ehrlich, leid, dann ist mir scheißegal. Und wenn's bloß 10 Jahre alt werden, meine Burm, haben wir bloß ein Pech gehabt. Aber die 10 Jahre, die werden absolut geil. Da wird's keinen Hunger geben und keine kalten Finger. Und wenn's allein nicht schlafen magst, dann schlaf ich halt mit dir. Da
da wird's keine Angst geben, wenn's den Fünfer hast im Rechnen. Wenn du da einen Einser hättest, dann weißt du nicht von mir. Also das ist ein Lied, ich glaube, jeder, der es hört, kann das nachvollziehen, dass man einfach, ich will nicht sagen alles, aber vieles besser machen will als seine Eltern, oder? Ich glaube, dass meine Eltern nicht wirklich viel falsch gemacht haben. Meine Eltern haben in einer Zeit gelebt und haben in der Zeit die Zeit mit uns verbracht. Oder dass man es zumindest anders machen will. Ein bisschen anders, ja. Ich glaube, dass anders ist. Einfach neuer, irgendwie, weiß ich nicht. Was mir wirklich gut gefällt an dem Lied ist, das glaube ich dir sofort, so wie man dich kennt, dass es dir einfach wirklich scheißegal ist, um so zu sagen, was die anderen denken, was die Nachbarn sagen und dass ihr wirklich versucht, aus eurer Zeit das Beste rauszuholen. Das ist eine Einstellung, mit der ich mich sehr anfreunden kann, wobei mir klar ist, dass das manchmal relativ schwierig ist. Du hast 3 Söhne, die sind schon groß, die sind mehr oder weniger erwachsen, sind 18, 22 und ja, 24. Ja, genau. Wenn man die jetzt, also getrennt von dir sozusagen, befragen würde, was würden die über ihren Rebellenvater sagen? Was wäre das Erste, was die sagen würden? Was glaubst du? Ich glaube, der Song ist ein super Typ. Ich glaube, das ist einfach Song, weil ich... Meine, sangt ihr dir das auch manchmal? Ja, das sagen sie mir schon. Ja. Wir nehmen uns einen Arm, sie haben sich nie geschämt, wenn ich sie in die Schule gefahren habe, so wie andere, die sagen, nein, Papa, ich mag jetzt keine Pussy, da schaut der her oder der schaut der oder so. Gab es nie eine Phase, wo sie dich komisch fanden, wo sie gesagt haben, der rebelliert mir zu viel, ich werde jetzt ganz brav, das gibt's ja auch, das andere Extrem oft. Nein, meine Söhne sind nicht ganz brav geworden und das war was immer. Was hättest du gemacht, wenn einer ganz brav geworden wäre? Gar nichts hätte ich gemacht. Das sind meine Söhne, da macht man immer, tut sich mit den eigenen Söhnen immer sehr wenn leicht. Wenn einer gekommen wäre und hätte gesagt, Papa, du, ich bin heute in die CSU eingetreten. Ja, ich sag super, ja, endlich haben wir ja gescheit in der CSU. Hätte ich gesagt. Hoffentlich wärst du, was habe ich gesagt. Es sind ja schon genug drin, die nichts sagen. Das ist gerade eine großartige Vorstellung. Ja. Aber der Sohn vom Söllner Hansi in der CSU. Ja, so Ministerpräsident. Also auch wenn einer Polizist wird oder wenn einer Soldat wird oder was, ich habe damit einfach kein Problem. Ich bin auch bei der Bundeswehr gewesen. Ich sage nicht von Anfang an, das ist ein Scheißtrick oder das macht man nicht, das tut man nicht. Ja, das wäre auch dämlich, wenn man es von vornherein sagt. Genau, das war dämlich. Ich bin auch zur Bundeswehr gegangen und habe gesagt, ich schaue mir das zumindest an. Und dann habe ich halt einfach Gott nach 4 Wochen oder 6 Wochen merkt, dass ich das nicht aushalten kann. Für dich persönlich war es einfach nichts. Genau, und ich habe dann vorbeigehen können. Ja. Und meine Söhne haben ja eh schon diese Zeit erlebt, was gesagt haben, nein, wir machen Zivildienst, die haben wir nicht verweigern müssen in dem Sinn. Worüber hast du gestritten mit deinen Söhnen? Oder worüber streitet ihr manchmal? Das, was mich bei meinen Söhnen ein bisschen aufgeregt hat, das war so, dass sie halt gemeint haben, dass einer das zusteht mit 14 und mit 16, wo ich 20, 30 Jahre drauf hingearbeitet habe. Also jetzt nur das Thema Drogen wieder, dass die halt gemeint haben, mit 14, 15 Jahren können die irgendwie da kiffen. Da habe ich schon... Was hast du denn da gesagt? Da habe ich gesagt, hey, das geht einfach nicht. Ey. Lasst einfach die Finger davon. Das ist einfach nicht korrekt, was ihr da macht, verstehst? Und wenn das alles ist, was ihr mitgekriegt habt von meiner Legalisierungskampagne, dann habt ihr es einfach falsch Wann verstanden. Wann hast du denn damit angefangen? Wie alt warst du? Ich war 26. Also und du wusstest du schon, einfach, was du tust. Da bist du alt genug einfach. Da brennst du auch nichts mehr raus. Da, wenn du mal einen Hänger hast, ein Jahr, dann hast du einen Hänger. Ich wollte gerade sagen, es kommt schon auf die Menge drauf an. Also auch als Erwachsener. Also es ist ja bei Zigaretten genauso, es ist bei Alkohol so. Es kommt immer drauf an, wie viel du davon zu dir nimmst. Nein, also ich rauche nicht. Ich sage jetzt einmal nicht, weil ich jetzt angeben möchte, aber ich rauche jetzt nicht wirklich wenig und ich rauche ja pur. Ich rauche ja keine Zigaretten, ich rauche ja keinen Tabak. Und da muss ich wirklich sagen, das ist das Problem. Und dann kenne ich halt diese Kiffer, die halt wirklich da nur rumbröseln in eine Zigaretten, alles mit Tabak und dann ein bisschen was rein. Und dann, weiß ich nicht, 7 oder 10 oder 15 so blöde Joints am Tag rauchen, das eigentlich nichts bringt. Ich rauche ja jetzt halt nicht, wenn ich daheim bin. Ich mag ja da fit sein. Du sagst ja, das ist Teil deiner Rastafari-Religion. Genau. Und mir ist es wichtig zum Beispiel, dass ich weiß, wenn ich unterwegs bin jetzt seit 14 Tagen, dann wieder auf Tour bin, dann habe ich einen Fahrer dabei, dann sitze ich einfach am Beifahrersitz und dann kann ich rauchen. Ich würde es anders auch nicht mehr machen. Aber bist du sicher, dass du immer damit umgehen konntest, so wie du es jetzt kannst? Ja. Also du warst nie in Gefahr, dass du dich blöd kiffst? Nein, weil ich nicht mit 16 Jahren gekifft habe. Ich habe auch mit 14 Jahren keinen Alkohol getrunken. Auch wenn ich jetzt einmal Alkohol trinke über einen längeren Zeitraum, ich kann es einfach sofort aufhören, weil ich nie in diesem, mit 14, 15, 16 bist du wahnsinnig anfällig auf sowas. Das bin ich nicht mehr mit 36. Also das würde ich gerne festhalten an der Stelle, Hans, dass du sagst, 14, 15, 16-Jährige, also Jugendliche, sollten nicht kiffen. Nein, sollten nicht kiffen. Genauso wenig, wie die auch saufen sollen. Nein, die sollten aber auch kein Handy haben mit 14 Jahren, die sollten auch nicht vor dem Computer
Theater sitzen mit 14 Jahren. Und auch nicht vor einem Weißbier mit dem Partner. Nein, das sind Sachen, wo ich mir sage, das brauchst du definitiv in dieser Zeit einfach nicht. In dieser Zeit sollst du eigentlich rausgehen, du sollst Kontakt haben, du sollst auf Festivals fahren, du sollst einfach unterwegs sein, du sollst dir die Welt anschauen in der Zeit eigentlich. Sag ich, sollst, das ist die Entwicklungszeit, du entwickelst dich jetzt gerade. Du sollst was mitkriegen von anderen Kulturen, anderen Religionen und nicht daheim sitzen vor dem Computer und irgendwelche Computerspiele machen oder mit dem Handy sitzen und mit einem Flaschel Bier im Park. Das ist einfach definitiv für mich nicht wichtig. Ich glaube, dass wichtig wäre, wenn man das ein bisschen abschafft, ein bisschen runterkommt von dem Ganzen, dass die Jugend da wieder ruhiger wird. Du bist ein echter Pädagoge. Nein, ich bin kein Pädagoge. Nein, ich habe nur Kinder. Nein. Das ist als Kompliment gemeint. Du bist einer, der wirklich dafür sorgen will, dass die Menschen zu besseren Menschen werden. Ja. Ein Humanist bist ja. du. Das mag sein. Aber trotzdem, wenn es dann nicht funktioniert, sprich, sie nehmen mit 14 Drogen oder sie trinken mit 16 Alkohol, dann würde ich sie nicht verfolgen dafür und mit Gerichten und Richtern und Strafen belegen, sondern dann würde ich ihnen helfen. Und das ist der Unterschied. Das passiert bei uns nicht. Nein, das stimmt nicht. Es stimmt nicht, dass denen nicht geholfen wird, aber du hast recht, dass natürlich der ein oder andere auch schon strafverfolgt wird in einem Alter, wo man vielleicht wirklich drüber nachdenken müsste, ob man ihm nicht ausschließlich hilft. Aber wir werden gleich noch mehr drüber sprechen, Hans. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem Lebenslauf, den ich für dich versucht habe. Okay. Du lachst mich jetzt schon zurecht. Ja, ich lache deswegen, weil ich eigentlich wirklich nicht gut lesen konnte. Das macht nichts, das kriegst du hin, das sind nur 10 Zeilen. Dein Leben in 10 Zeilen. Ich heiße Hans Söllner und bin ein ewiger Rebell und Geschichtenerzähler. Dabei lasse ich mir von niemandem den Mund verbieten, bin direkt bis an die Schmerzgrenze. Habe aber auch eine Menge Humor. Es gibt nichts, was ich in meinem Leben bereue. Ich würde alles nochmal genauso machen. Schon als Kind musste ich lernen, mich zu streiten und die Musik wurde damals zu meinem Rückzugsort. In all den Jahren habe ich mich vom Untergrundsänger zum Volkstribun entwickelt, der für die Freiheit kämpft. Ja. Ja, keine Einwände. Naja, also... Ja, pass auf, wir besprechen es einfach. Wir fangen mal vorne an. Ja, ich heiße Hans Söllner. Hans Söllner, das ist schon mal richtig. Geboren, Heiligabend 1955. Da muss man ein Rebell sein. Da geht es gar nicht weil anders. Weil da gibt es einen, der ist auch um die Zeit geboren und das war auch ein Rebell. Ja, genau. Ja. Aber blöd als Kind, weil es keine Geschenke gibt, oder? Oder keine Geburtstagsgeschenke. Es gibt Geschenke, aber die sind immer geteilt worden. Also wenn jetzt nur, ich sage immer das Beispiel, du kriegst halt Vormittag die Gleise und die Lok und auf Nacht einen Trafo. Das war echt so? Das war so, ja. Und das ist ja ganz nett. Das war ja ganz, so hast du den ganzen Tag was zum Tor gehabt und das war dann, allerdings war es halt ein Stresstag für die Mutter und für den Vater, weil es halt praktisch beides auch noch am Tag hast. Das ist Weihnachten für alle und dann der Hans hat auch noch Geburtstag und so. Du hast noch 3 Geschwister, oder? Ich hatte drei Geschwister. Meine Schwester ist an Lungenkrebs gestorben. Ja, und ich habe nur 2 Brüder. Ja, was war das für eine Kindheit? Ich sage jetzt einmal, dass es eine super Kindheit war. Also kann ich jetzt einfach nur sagen, wir sind nicht geschlagen worden. Aber ihr habt viel gestritten. Meine Eltern haben viel gestritten. Meine Großeltern mit meinen Eltern haben viel gestritten. Wir sind in einem Streithaus aufgewachsen. Vielleicht streite ich deswegen auch so viel. Ja, irgendwoher muss dieser Zorn in dir ja kommen. Irgendwo muss herkommen. Und ich glaube, dass es eher daher kommt, weil... Du fühlst dich halt einfach, wenn du dich nicht mitteilen kannst. Und vielleicht ist es das. Nicht einmal, dass dich dein Vater fragt, wie geht's dir, sondern dass du dich nicht mitteilen kannst. Dass du einfach nicht hingehen kannst und sagst, hey, ich habe das gemacht oder ich brauche jetzt das. Oder dass du einfach dann ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach weißt, du bist allein und du machst dein Ding allein. Und vor allem als Kind will man ja, dass alles harmonisch ist, dass sich alle mögen, dass sich alle lieb haben. Ja. Und wenn dann der Großvater und der Vater und die Mutter, wenn die da auch nur am Streiten sind, das ist doch fürchterlich. Das ist fürchterlich, das stimmt, genau. Dann hast du dich zum Teil in dein Zimmer zurückgezogen? Dann habe ich mich zurückgezogen und habe Radio gehört. Hast du dich eingesperrt im Zimmer auch? Ja, zum Teil habe ich mich eingesperrt, weil ich einfach Angst gehabt habe von meinem Vater damals. Der war wirklich schräg drauf, also auch mit Alkohol. Und das war nicht wirklich gute Zeit, aber... Ich kann immer nur sagen, von meinem Gefühl her, was ich jetzt so in mir trage, oder glaube ich, dass mir meine Eltern einmal eine Zeit lang geliebt haben, und zwar in einer Zeit, die wichtig war für mich als Kind oder als Säugling. Dass, man sagt ja, die ersten 3 Jahre sind ja, ich sage jetzt so diese Prägezeit, da wo die Familie noch in Ordnung war, ich war das zweite Kind, mein Bruder war schon da oder so, da hat es den Streit natürlich gegeben mit dem Opa, aber die Prägung hat ja in der Familie stattgefunden. Was glaubst du, warum hast du das so relativ gut verkraftet und deine Geschwister eben nicht, speziell deine Brüder auch nicht? Ich habe da so ein bisschen eine eigene Theorie und das ist ein bisschen eine überhebliche Theorie natürlich, aber auf der anderen Seite sage ich mir jetzt einmal,
bin überzeugt davon, dass das Universum gewusst hat, dass ich in die 70er und 80er und 90er Jahre wahnsinnig wichtig bin, und sie haben einfach einen Platz gesucht, wo also ich auf die Welt gehen kann. Also dieses Selbstbewusstsein hast du, das ist jetzt kein Schmäh, sondern das davon ist kein Schmäh. Nein, das ist kein, da bin ich jetzt einfach davon überzeugt, dass manche Leute zu bestimmten Zeiten auf dieser Welt sein müssen. Egal, ob das jetzt Gandhi war, Mali war, Dylan ist, zu einer bestimmten Zeit. Es kämen jetzt neue Leute, die in 30 Jahren da sein müssen oder in 40 Jahren da sein müssen, sind dann da wieder Freiheitskämpfer oder kämpfen für irgendwelche Rechte von jetzt Menschen. Könnte es den einen oder anderen geben, der sagt, da überschätzt er sich aber ein bisschen. Darum sage ich, es ist ein bisschen überheblich. Das sage ich, ist meine Theorie. Aber das ist ja nur eine Theorie. Es kann ja auch ganz anders sein. Ich überschätze mich überhaupt nicht. Warst du als Kind auch schon so kämpferisch? Als Jugendlicher, wann ging denn das los? Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe mir das alles gefallen lassen. Ich habe da zugeschaut und ich habe erst dann wirklich in dem Moment, wo ich das im Kreuz gehabt habe und auch die Möglichkeit gehabt habe und das Geld gehabt habe, vor allem, habe ich gemerkt, jetzt kannst du dein Maul aufmachen. Und ja, wann dann ging das los? Aufgemacht. Das ist losgegangen mit 19 Jahren, mit 20. Mein Vater war mit 15 Jahren mit mir nur beim Friseur. Der hat mir die Haare schneiden lassen. Weil du lange Haare gehabt hast, logischerweise. Ja, weil ich mir die Haare schneiden, ich wollte mir die Haare wachsen lassen. Mein Vater war einfach nicht für lange Haare und hat gesagt, runter, dann ist er mit 15 Jahren mit mir nur zum Friseur gegangen. Aber also gab es ein Schlüsselerlebnis, Hans, wo du gemerkt hast, bis hierhin und nicht weiter und jetzt kämpfe ich. Egal wofür oder wogegen, aber jetzt geht's los. Nein, hat es nicht gegeben. Ich bin einfach, das bin ich einfach. Und darum tue ich mir immer schwer zu sagen, was wäre gewesen, wenn du jetzt Koch blieben wärst. Dann war ich wahrscheinlich ein cholerischer 56-jähriger Kochgeselle, weil die Meisterprüfung hätte ich wahrscheinlich gar nicht geschafft, weil eigentlich sind solche Leute wie ich in der heutigen Zeit lernbehindert. Solche Leute wie ich, die nicht gescheit schreiben können oder die halt nicht gescheit wirklich lesen können oder ich lerne nur meine eigenen. Ich lese natürlich viel und ich schaue natürlich auch viel zu, aber im Grunde genommen war ich heute, wenn ich jetzt 14 war, das weiß ich, wenn ich nochmal auf der Welt wäre, war ich ein Sonderschüler. Also oder hast du auch großes Glück gehabt. Ich habe ein großes Glück gehabt, ja, dass es damals nicht so wichtig war. Ja. Also was ja die meisten wissen, die ein bisschen was über dich wissen, ist, dass persönliche Freiheit dir das Allerwichtigste ist. Und die ist für dich ganz eng damit verbunden, dass du eben schon sehr, sehr lange die Legalisierung von Marihuana forderst. Jetzt haben wir uns vorhin schon darauf geeinigt, also 14-, 15-, 16-Jährige sollten nicht kiffen. Das sollte man, wenn überhaupt, erst tun, wenn man erwachsen ist, wenn man weiß, was man tut, wenn man das einschätzen kann. Warum bist du für die Legalisierung? Ich bin für die Legalisierung, weil es einfach was mit Freiheit zu tun hat und mit Respekt vor der Entwicklung von Menschen. Ich bin für die Legalisierung, weil ich nicht glaube, dass es wirklich förderlich ist, jemanden, der Probleme mit Drogen hat, polizeilich zu verfolgen. Ja. Ich bin für die Legalisierung, weil diese Pflanze auf dieser Welt wächst und weil die vor der CSU da war und weil die vor dem Geißler schon da war und weil es die einfach gibt und weil es immer Drogen gegeben hat in allen Kulturen auf der ganzen Welt. Auch in unserer Kultur gibt es Drogen. Bier ist nichts anderes. Das ist nichts anderes, wenn die Leute ringern, wenn sie sich irgendwas zusammenmischen, ein Maisbier in Afrika oder sonst irgendwelche Schwammerl essen in Südamerika. Ich bin für die Legalisierung, weil man den Dealern und den Leuten, mit denen ich nicht möchte, dass meine Söhne zusammenkommen, den Wind aus den Segeln nimmt. Es gibt natürlich auch sehr gute Argumente gegen die Legalisierung. Ja, ja. Es gibt viele Experten, die sagen, also die kriminelle Szene würde dadurch überhaupt nicht ausgelöscht, die würde vielleicht nur verlagert auf andere Gebiete. Wenn du mal gesehen hast, wie junge Leute, die vielleicht am Anfang Marihuana geraucht haben, die dann auf harte Drogen umgestiegen sind, wie die schrecklich enden, dann wirst du vielleicht auch anders drüber denken. Da bin ich ganz anderer Meinung, weil junge Leute fangen nicht mit Marihuana aus, sondern junge Leute fangen definitiv mit einer Zigarette an. Das wäre jetzt ein Argument, das Rauchen zu verbieten. Genau, das wäre ein Argument. Dann wäre es zumindest gleichberechtigt. Dann würde ich sagen, okay, die dürfen ja auch nicht rauchen. Die dürfen ja auch nicht trinken. Dann müsste man ja auch Alkohol verbieten. Ja, bin ich der Meinung, dass man das eigentlich verbieten sollte. Eigentlich bin ich der Meinung, es sollte Fachgeschäfte geben bei uns wie in Amerika, wo du reingehst. Nicht beim Tengelmann, ein großgewachsener Jugendlicher mit 16 Jahren holt sich eine Flasche Whisky raus. Aber wenn du Coffeeshops hast, wie jetzt zum Beispiel in Amsterdam, ja, dann hast du einen Drogentourismus. Darum bin ich ja der Meinung, dass es legalisiert werden soll auf der ganzen Welt. Dieser Drogentourismus, von dem du redest, der findet ja nur statt, weil es dort ein Land gibt, wo man nicht verfolgt wird. Und in dem Moment, wo du ein wirklich gutes Drogenkonzept machen willst, musst du es legalisieren. Aber sonst du sagst, du mit keins. Verboten wirst du nicht verhindern können, dass jemand süchtig wird. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Wir wissen ja, wie das ist bei jungen Leuten. Wie kannst du es denn dann überhaupt verhindern? Du kannst es nur verhindern, indem du den Leuten eine Perspektive bietest, wo sie sagen, ja, hey du, ich muss mir jetzt nicht 3 Monate die Kante geben oder mich wegbeamen. Ja. Ich wehr an, mein Lehrer ist respektvoll zu mir, meine Eltern haben für mich Zeit, meine Eltern machen was mit mir, meine Eltern lieben mich. Damit könntest du das aufhalten, und vielleicht. Dann eben ist es nicht gewährleistet. Genau. Fakt. Bleibt aber trotzdem, Hans, dass nun mal bei uns in Deutschland Marihuana nicht legal ist. Das ist der Fakt, genau. Ja. Muss man nicht als mündiger, als vernünftiger Bürger sagen, ich halte mich nur mal an die Gesetze? Nein, das muss ich gar nicht. Wenn ich mich an alle Gesetze gehalten hätte, dann war ich halt nicht da, das weiß ich ganz einfach. Ja. Andererseits, also ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber du nimmst ja auch die Vorzüge des Rechtsstaats mit
Ja, du welche? Willst, naja, dass du in Freiheit leben kannst, dass du mehr oder weniger sagen kannst, was du willst. Ja, was für Freiheit? Was ist denn das für Freiheit? Dass ich sechsmal kontrolliert werde, wenn ich von Reichenhall nach München laufe, ist das eine Freiheit? Ist mir das noch ist nicht passiert. Scheiß. Ja, dir nicht, aber mir passiert's. Wer wird denn aufgehalten bei uns? Hans, du hast in ganz vielem, was du sagst, recht. Was mich manchmal so ein bisschen stört, ist, dass du das alles sehr verallgemeinerst. Dass das bei dir schon so rüberkommt, als wären jetzt alle Polizisten böse. Ja, oder wäre es die Lösung aller Probleme, wenn man jetzt Marihuana legalisieren würde? Das ist ja nicht so. Die Welt ist nun mal nicht schwarz und weiß. Definitiv tue ich das nicht. Okay. Das fasst man so auf. Mit dieser Verallgemeinerung fange nicht ich an, sondern Sie haben angefangen zu verallgemeinern, indem Sie gesagt haben, alle die mit lange Haar, alle die mit so einem Tuch Richtung Wackersdorf unterwegs sind. Wenn ich zu dieser Verallgemeinerung dazugehöre und darunter leide, als freier Bürger im Grunde genommen, in einem freien Staat, dann muss ich mich einfach wehren. Ja. Und ich wehre mich halt auf meine Art und Weise dagegen. Aber es ist nicht alles schlecht in diesem unserem Staat, nein, oder? Nein, überhaupt nicht. Das sage ich nicht. Ja. Ich sage das nicht. Aber mir braucht man auch nicht sagen, dann geh halt hin, wo es besser ist. Weil ich mag nicht da hingehen, wo es besser ist. Ich möchte gern da wohnen in Freiheit. Weil du gerne in Bayern lebst. Ja, ich bin gerne in Bayern und ich rede gern Deutsch und ich tram bayerisch und das ist die einzige Sprache, die ich wirklich beherrsche. Was passiert? Was geht in dir vor? Beschreib das mal, wenn einer versucht, dir wirklich den Mund zu verbieten. Wenn einer versucht, eben deine persönliche Freiheit zu unterdrücken. Was löst das gefühlsmäßig in dir aus? Dass ich in einem Grundbedürfnis beschnitten wäre. Das heißt, Grundbedürfnis war jetzt auch, wenn er zu mir sagt, wenn du Zigaretten rauchst, dann darfst du bloß nur in der Stunde viermal atmen. Und das kann er nicht machen. Also wenn da einer was verbietet, dann sagst dann du jetzt erst recht. Ich lasse mir bestimmte Sachen verbieten, weil ich weiß, sonst kann man nicht zusammenleben. Ich bin nicht der Typ, der sagt, auf Biegen und Brechen ziehe ich das durch. Das ist nicht mein Ding. Du bist so ein intelligenter, humorvoller, feinsinniger Mensch. Warum bist du manchmal so ordinär? Hans, also, ich meine, stimmt das? Ich hab das in der Vorbereitung gelesen und kommst fast nicht klar, was du mal gesagt hast. Der Geißler ist vom Wichsen blöd worden? Ja, das ist wie mit den Drogen. Wenn man zu früh anfängt, ist das ganz schlecht. Ja, aber ich bitte dich. Also, weil du willst ja ernst genommen werden, wenn man sowas ich sagt. Ich muss dir wirklich sagen, ich kann mich noch an den Spruch vom Geißler erinnern, wo sie wirklich auch alle aufgeregt haben, aber es ist halt dann so untergegangen oder so. Das war, der Pazifismus der 30er Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht. Und auf diesen Ausspruch vom Geißler hin habe ich gesagt, also wenn überhaupt einer auf der Welt vom Onanieren blöd wird, dann ist der Geißler, weil sowas... Aber sowas, wenn man sowas sagt, muss man damit rechnen, dass man eine drüber kriegt, oder? Nein, eigentlich nicht. Nein, weil Ficken ist halt der ganz normale Sprach. Nein, das finde ich nicht. Man muss gar nichts. Aber ich finde, man sollte selber sich eben nicht in diesen untersten Schubladen dann bewegen. Man sollte gucken, aber dass man... Aber ich bin in dieser untersten Schublade aufgewachsen. Ich bin in dieser untersten Schublade. Haben Sie sich immer nur an dem aufgehängt, dass ich drei Wörter sage in einem Programm von 2 Stunden, nein, das ohne Wichsen war und Arschloch und irgendwas? Nein, das ist doch ein Unterschied, ob ich einen Politiker, völlig wurscht, Politiker, einen Menschen damit beleidige. Ich finde, das macht man nicht. Nein, also das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das noch viel ordinärer finde, wenn er mir sagt, dass Pazifisten Ausschutzmittel... Ja, aber wenn er so ordinär ist, dann musst du doch nicht auch so ordinär sein. Aber ich weiß, dass er es anders nicht verstanden hätte und so hat er es verstanden zumindest. Das also, war der Plan von mir. Es geht darum, dass ich manchmal harte Worte ergreifen muss, damit man mich hört, überhaupt. Weil wenn ich da sitze und da meine Lieder laber spiele und ich habe einfach gemerkt, dass du dir eine bestimmte Sprache angewöhnen musst und dann wird's ein Selbstläufer natürlich auch. Irgendwer hat einmal gesagt, die Sau aus Berchtesgaden, das habe ich 25 Jahre lang gehört, die Sau aus Berchtesgaden. Das ist okay, ich bin alles das zum Teil, ich bin 100%, ich bin Ganzheit. Alles das bin ich. Ich bin 3% von dem und 7% von dem und das Ganze ist dann 100% Hans Söllner. Und da ist ein bisschen ordinär dabei und ein bisschen laut und ein bisschen frech und ein bisschen hinterfotzig und ein bisschen grantig und ein bisschen verliebt und ein bisschen verschämt und ein bisschen geschamig und das alles ist Hans Söllner. Du bist ein Mensch. Ich bin ein Mensch, Hans, und da gehört das dazu. Und wenn ich in Amerika aufgewachsen war, dann darf man wahrscheinlich das oft gar nicht verstehen, was ich sage im Amerikanischen. Und das kann nur so ordinär sein. Wenn mir manchmal Texte übersetzt werden aus dem Amerikanischen, dann denke ich mir, boah, was ist denn da los? Die singen da übers Ficken und da sage ich, dann singe ich das da in Bayern, bloß weil es die Bayern dann verstehen, sagst, was ist denn das für Drecksau? Das stimmt. Wenn man, also manche englischen Texte, wenn man die jetzt wirklich übersetzen würde oder wenn man die richtig verstünde, dann würde man sie wahrscheinlich viel mehr darüber aufhören. Und dann muss ich auch noch dazu sagen, das Kimsey Reggae war für mich so dieser Augenöffner auch für das alles. Dieser Bürgermeister von Übersee hat lange Zeit versucht, mich vom Kimsey Reggae, also dass ich dort nicht spielen darf. Der hat ganz mit Stadtrat und Gemeinderatssitzungen und so, weil ich für die Legalisierung von Marihuana aufrufe. Kimsey Reggae, da gingen 40 Gruppen auf die Bühne, die alle schreien, Legalize it und Marihuana und Smoke Ganja und so. Jeder Depp geht dann auf. Nur meins hat er verstanden, weil er nicht Englisch kann. Und das ist das, was ich meine. Weißt du, was ich jetzt verstanden habe? Du bist keinen Deut
ruhiger und milder, du bist noch genauso zornig und genauso kämpferisch. Ja, genau, das habe ich ja schon gesagt. Das imponiert mir. Das imponiert mir. Weil es gibt viele in deinem Alter, die sagen so, jetzt denke ich mal langsam an die Rente. Ich kriege ja keine. Wenn Franz Josef Strauß jetzt hier sitzen würde, würdest du dich mit ihm unterhalten? Ja, freilich. Ja? Worüber? Über seine finanziellen Geschäfte mit dem Iran oder mit dem Irak oder echt, mit Arabien. Das würde dich am meisten interessieren? Mich würde interessieren, wie er sagen kann, dass er praktisch gern Bayer ist und wie er dann so sein Geld verplempern kann und das netto nach Bayern einsteckt. Das Geld der Steuerzahler, das ist wichtig, weil die verdienen mein Geld selbst. Aber das ist schon wieder politisch. Was würde dich persönlich privat interessieren bei ihm? Gar nichts. Vom Strauß interessiert mich gar nichts. Nein, das war ein unglaublich gewalttätiger Mensch. Du hast gern bist gerade oder? Für dich das Recht in Anspruch genommen, dass du 7% davon, 3% davon, dass du zum Teil ordinär bist, zum Teil aggressiv, zum Teil sonst was. Warum lässt du das für andere nicht gelten? Aber ich betrüge nicht Leute. Ich betrüge nicht die Leute. Ich klaue dir nicht dein Geld. Aber jetzt vorausgesetzt, er hat es so getan, wie du sagst, dann war er Kriminalität gehört da nicht dazu. 10% Betrüger. Nein, zu den 3% oder 5%, da gehört Kriminalität gehört nicht dazu. Wenn man es nach dem Strafgesetzbuch sieht, dann bist du ja auch ein Straftäter, mehr oder weniger. Ja, nach einem Strafgesetzbuch. Ja, aber nach meinem Strafgesetzbuch war der Strauß einer gewesen. Ja. Aber ich habe keine Gesetzbücher geschrieben und ich habe das nicht geschrieben, wie man sein muss. Ich möchte nur gern so genommen werden. Aber du willst mir nicht erzählen, dass du nie irgendwas getan hast, was du bereust heute. Es gibt nichts, was du bereust? Doch. Ich habe einmal ein Radl gestohlen. Da habe ich in Sollen draußen gearbeitet und ich habe kein Auto mehr gehabt und ich war wirklich am Ende. Und ich habe nichts gehabt. Ja, dann geh halt zu Fuß. Hör zu. Und dann habe ich ein Radl gestohlen. Und das hat mich 25 Jahre hat mich das verfolgt. Das sage ich dir wirklich, weil das war Wahnsinn. Und dann habe ich, wie ich wirklich Kohle gehabt habe, habe ich dann 1000 Mark in einer Kuverne da und bin dort hingefahren und habe an die Tür, da habe ich auf das Kuvert draufgeschrieben, ich habe vor 25 Jahren hier ein Rad gestohlen, ich würde es gerne bezahlen. Wer das Kuvert genommen hat, ist mir am Arsch nicht egal. Aber ich habe es für mich damit erledigt und habe gesagt, jetzt habe ich einfach keine Schuld mehr auf dieser Welt. Und jetzt kann ich darüber reden. Ja. Und früher hätte ich das nicht gemacht. Du bist ein unglaublich moralischer Mensch. Das bin ich eigentlich schon, ja. Mit sehr, sehr hohen Ansprüchen an dich, aber eben auch an andere. Ja, auch an Kommst andere. Du dir manchmal vor wie Don Quixote, so, der gegen die Windmühlenflügel kämpft? Manchmal, ja. Sehr viel, weil ich nicht nur an einer Windmühle stehe, sondern weil ich halt einfach andere Sachen auch erlebe. Also ich kriege so viel, wie sagt man, Feedback oder so viel von Leuten gesagt, denen ich geholfen habe, auch in ihren Süchten, in ihren Ängsten, nach Trennungen, nach Alkoholproblemen, so, die auf meine Konzerte kommen, dass ich sage, du kannst natürlich auch mal eine Zeit lang dich verausgaben für nichts. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Gibt es bei dir auch die Zeiten, wo du merkst, mir geht die Kraft aus? Also ich kann jetzt gerade nicht mehr kämpfen? Also nur im familiären Bereich. Wenn ich mit meiner Familie oder mit meinen Söhnen oder meinen Töchtern oder mit meiner Frau Stress habe, sag mal, da bin ich nicht sehr Stress. Bin ich dann eher, dann ziehe ich mich zurück oder bin dann nicht mehr ansprechbar oder so. Mhm. Was natürlich für die Mitbewohner in dem Haus nicht wirklich oft einfach ist. Und ich bin schon auch dankbar, dass meine Frau oder meine Frauen das immer ausgehalten haben, wie ich halt bin. Sag ich jetzt mal so ganz banal. Also wenn man mit dir zusammenlebt, muss man schon selber auch stark sein. Man muss halt die Möglichkeit haben zu sagen, einfach mal sagen, ja, er ist halt so, ich mag ihn trotzdem einfach gern. Oder er ist, egal jetzt, was immer. Gibt es jemand, der dir sagen darf, Hans, langsam? Alle, jeder. Deine ganze Familie? Alle, langsam. Ja, du sagen kann man es dir, aber du hörst halt nicht drauf. Ja, aber ich höre bei meiner Familie natürlich drauf, weil da wohne ich und das ist mir einfach auch wichtig. Also nicht, dass die rausschmeißen. Ist noch nicht wirklich oft der Fall gewesen. Ich merke halt nur immer, dass wenn ich jetzt so mit Familie zusammen bin und so, und ich war halt immer der redet. Das ist natürlich immer schwer, weil andere haben auch was zum Sagen in der Familie. Ich bin natürlich immer der ermahnt, oder ich bin auch immer der sagt, ey, verstehst, das ist einfach, bleib einfach nur anständig. Hast du nie das Bedürfnis, dich einfach einmal zurückzulehnen und zu sagen, jetzt sage ich mal nichts, jetzt höre ich mir einfach bloß zu und jetzt ist mir wurscht gerade, was da passiert? Doch, das habe ich auch, klar. Aber das ist meistens nicht in Verbindung mit meinem Job, sondern dann bin ich privat unterwegs oder was, dann, aber das ist halt so, wenn irgendwelche Leute zu uns kommen oder wenn ich halt irgendwo mit meiner Frau hingehe, ja, dann ist halt das der Söllner, das ist halt dann der Hans, dann ist man halt sofort irgendwie auch. Klar, der Söllner ist ja auch gerade unterwegs auf der Wirtshaustour. Ja, genau. Also ja. Klassisch, wie man sich's vorstellt, auf dem Land. Ja, richtig. Wo es normalerweise beim Schafkopfen sitzen, da. Ja, da sitzen sie beim Schafkopfen. Nicht normalerweise, sondern beim Schafkopfen. Und du spielst und redest. Wie reagieren die auf dich?
Ich meine, du hast ja zum Teil da also wirklich die gute alte erzkonservative Klientel und dann spielt der Söllner Hansi. Die sitzen draußen, deren Schafkopfer. Die Jungen sitzen drinnen bei mir im Saal dann. Und die Alten, also sagen die was? Und die schauen dann schon mal ein oder so. Nein, das gefällt ihnen total gut. Die sagen, hey, das ist super. Die mengen die Gefurzerten, die mengen diese Lauden, die mengen die Schimpferten, die mengen das. Das ist ja das, warum ich glaube, dass wir eben anders sind. Wenn du wirklich ein Bayer bist, dann gibt's eigentlich das nicht. Das Ordinär gibt's bei uns nicht. Das ist einfach, hör da mal wirklich, ob wir die da draußen am Land miteinander reden. Hans, ich komme aus der Oberpfalz. Ja, genau. Dann weißt du, dass Stimmt es, dass ihr noch Wirtshäuser sucht? Wir suchen noch Wirtshäuser, ja, genau. Deutschlandweit. Deutschlandweit? Ja, deutschlandweit. Ja, Deutschland, Österreich und ein Teil von der Schweiz ist für mich auch noch ein bisschen... Wie ist das, wenn du irgendwo in Hamburg auftrittst? Verstehen die Leute dich dort? Ja, super. Das ist für die ein Wahnsinn, wenn da die Bayern kommen. Andersrum ist es natürlich ein bisschen schlechter, weil die Hamburger haben nicht wirklich große Chancen in Ebersberg oder was. Bist du echt in Hamburg schon aufgetreten? Ja, freilich, ich bin in Hamburg, na klar. Nein, ja, da habe ich geschlafen. St. Pauli haben immer so ein billiges Hotel halt da. Weil das ist natürlich, kommen natürlich nicht 800 Leute in Hamburg, aber 400 Leute kommen und natürlich ist der Aufwand, da raufzufahren mit 3 Musiker oder 4 Musiker, ja. Da bleibt da nicht wirklich viel übrig und das ist das, was ich vorhabe. Wie reagieren die auf dich? Super. Ja, was sagen die zu dir? Also bist du für die der Exot? Oder? Ja, die Bayern sind für die sowieso Exoten. Berlin, Hamburg, das ist alles, was da hier unten ist. Ist für die sowieso Afrika, das ist ein totaler Wahnsinn und das freuen sie richtig, wenn die da runterkommen und da, wenn da mal einer von uns raufkommt und dann in dem Dialekt nur dazu und die reißen mir da wirklich überhaupt nicht zusammen. Das ist mir einfach egal, ob mit die verstehen. Wenn die so, ich hab nichts verstanden, sag ich, ja, dann musst du das nächste Mal wiederkommen. Vielleicht verstehst du es dann. Also wenn jetzt einer Wirtshaus hat, uns hören sicherlich diverse Gastwirte zu, ja. An wen wenden die sich? Der soll einfach in das Internet reingehen und dann ist auf meiner Homepage. Hast du eine Homepage? Ich hab keine, aber meine Plattenfirma macht das. Die heißt Hans Söllner. Einfach Hans Söllner. Also du gehst in die Suchmaschine rein und du Hans Söllner und dann steht da die erste schon drinnen. Dann bewerben, wenn man Wirtshaus hat und möchte, dass Hans Söllner. Ja, also so sehe ich zwischen 150 und 300 Leute. Also ich mag nicht bundesweit 400, 500, 600 Leute oder so. Das ist mir einfach, ich mag wirklich ein Wirtshaus mit einem kleinen Saal. 150 bis 300 Leute ist optimal. Hans, bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ja, hat mich wirklich gefreut. Mich auch. Das, also lebendig ist, glaube ich, kein Ausdruck dafür. Ja. Aber tot auch nicht. Nein. Ich überlege gerade, was der passende Ausdruck dafür ist. Ja. Sag mal, wie war das Gespräch für dich? Sag's. Gut. Gut, es war gut. Vielen herzlichen Dank, Hans Söllner. Alles Gute. Hat mich gefreut.